Der Tag des offenen Denkmals findet 2020 digital statt. Der Nauheimer Heimat- und Museumsverein hat sich entschieden, Denkmale auf dem Nauheimer Waldfriedhof vorzustellen. Vor rund 100 Jahren entscheidet sich die Gemeinde Nauheim für die Neuanlage eines Friedhofes in Ortsnähe und schöner Waldlage an der Straße nach Königstetten, dem heutigen Waldfriedhof. Der Planungsauftrag geht Ende 1921 an Professor Paul Meixner, der auch die innere Gestaltung und Aufteilung vornimmt. 1923 wird die rückwärtige Begrenzung im Waldbereich freigehauen und bepflanzt, außerdem die Einzäunung in Notstandsarbeit durch Erwerbslose für einen Stundenlohn von 30 Pfennigen ausgeführt. Auch die inneren Wege stellt man so her, wie man sie heute kennt. Der neue Waldfriedhof ersetzt den seit 1891 bestehenden Friedhof an der Bell auf dem mit Wohnhäusern bebauten Feldchen, gelegen an der Stelle des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses. Mit nur 3.315 Quadratmetern war er zu klein geworden. Der Waldfriedhof hat eine Ausdehnung von 5,4 Hektar. Gebäude und Freifläche umfassen 2.460 Quadratmeter. Die Eröffnung und Einweihung des Waldfriedhofs unter Beteiligung des Gemeinderates und von Vereinen findet anlässlich der Beerdigung von Schreinermeister Georg Diehl am 22. Januar 1928 statt. Eine wesentliche Frage in der Gestaltung des Friedhofes ist die vorgesehene Errichtung des Ehrenmals für die im Ersten Weltkrieg Gefallenen. Dazu wird neben der bestehenden Friedhofskommission des Gemeinderates ein Arbeitsausschuss im Frühjahr 1925 gebildet, dem angehören der Kriegerverein, das Lehrerkollegium, der Turnverein 1888-94, der Gesangverein Eintracht, die Arbeitersport- und Sängervereinigung, Gesangverein Germania und so weiter und so weiter. Damit will man einen breiten Konsens der Einwohnerschaft und ihrer Vereine erreichen. Der Platz für das Ehrenmal im Rahmen der Gestaltung des Friedhofs ist vorgesehen, mehrere Vorentwürfe stehen zur Diskussion und man entscheidet sich nach mehrjähriger Willensbildung für den Entwurf des Hochbauamtes Groß-Gerau in flacher, vierseitiger Gruftform. Der Gemeinderat tritt im August 1928 dem Vorschlag der Denkmalskommission bei und beauftragt das Hochbauamt Groß-Gerau mit der Herstellung eines Holzmodells sowie der Ausführungspläne und des Kostenanschlags. Den Zuschlag für die Steinhauerarbeiten in Muschelkalk erhält die einheimische Firma Philipp Klein. Auch der Sockel soll in diesem Material ausgeführt werden. Die Maurerarbeiten werden den Ortsfirmen Hummel, Jockel, Diehl übertragen. Die recht mächtige Anlage für den kleinen Ort Nauheim mit damals rund 2000 Einwohnern hat die Maße 12 x 12 Metern und ist zwischen 1,65 Meter und 2 Meter hoch. Die Denkmalaufschrift lautet: Ihren im Weltkrieg 1914 bis 1918 Gefallenen, die Gemeinde Nauheim. Eingeweiht wird das Denkmal am 9. Juni 1929, einem Sonntag, unter großer Beteiligung der Einwohnerschaft und der Ortsvereine. Eingeladen ist auch der Reichsbund israelitischer Frontsoldaten. Eine Besonderheit: Nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 7. Mai 1929 sollen die Einweihungsfeierlichkeiten nicht in religiöser Form erfolgen. Reden hielten dennoch der evangelische Pfarrer, ein Rabbiner und ein Freireligiöser. Thank you.